Spanien versucht, die Ausbreitung des Virus mit einer Ausgangssperre zu verhindern. Bisher gab es relativ wenige Corona-Fälle, jetzt steigen die Zahlen. Die Ausgangssperre wird deshalb wahrscheinlich verlängert. Weil niemand das Haus verlassen darf, sind Millionen Wanderarbeiter, Dienstmädchen, Rikscha-Fahrer in extremer Not. Sie haben keine Arbeit, sind ohne Einkommen. Die Regierung hat ihnen finanzielle Hilfe versprochen, doch die kommt offenbar nicht an. Hunderttausende werden durch Kommunen und private Initiativen versorgt. Im größten Slum Indiens in der Küstenstadt Mumbai droht die Ausbreitung des Virus. Das Nachbarland Afghanistan sperrt jetzt seine Hauptstadt ab. Pakistan baut Laborkapazitäten für Tests aus. Bangladesch, Sri Lanka, Malediven, Nepal haben enorme wirtschaftliche Einbußen. Diesen Ländern brechen die Haupteinnahmequellen weg. Das sind die Tourismusindustrie und die Textilproduktion für Europa. Südasiens Arme zahlen schon jetzt einen hohen Preis für die Krise. Das UN-Entwicklungsprogramm geht davon aus, dass alle Entwicklungsländer zurückgeworfen werden um ein Jahrzehnt.